Wie gesagt, er hat noch 604 Hitpoints, also einen Schuss würde er überleben von der ES2. Aber es wäre trotzdem ärgerlich. So, ja, kein Durchschlag, das ist schon mal gut. Und jetzt mit der AE-Munition kann er ihn wegnehmen. Lädt jetzt auch wieder die normale Munition durch. Und jetzt ist es interessant auf jeden Fall. Jetzt steht es sogar 11 zu 12, also die Gegner haben das Spiel gedreht. Und die haben eigentlich nominell auch die besseren Panzer, wie ich finde. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Replays hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Und ja, wir haben wieder mal einen Replay eingeschickt bekommen von unserem Hauptmann Voss. Und zwar diesmal mit seinem IS-2 Heavy Tank Stufe 7. Ja, und der Vollständigkeit halber natürlich auch die anderen Top-Tiers in dieser Runde. Ist ja eine Tier 7-Runde. Und zwar bei ihm mit dem Zug noch der, ja, ich sage immer Reap Duke. Da hatten wir es ja erst noch davon. Aber ja, man muss es falsch rumlesen, wurde mir jetzt gesagt. Und zwar, das heißt Good Beer. Ja, gutes Bier, das wollen wir alle. Und der ist nämlich mit seinem IS unterwegs. Dann haben wir noch den Riftler, der ist mit dem T29 unterwegs. Noch im Team ist mit dabei der AT-15A und der Su-122-44. Auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Gegnerseite haben wir einmal ein IS-2, ein T29, ein Tiger 1, ein Komet und ein Jagdpanther. Ansonsten haben wir noch ein paar 6er und ein paar 5er Panzer mit dabei. Spielen hier auf dem Bergpass, oder? Gucke ich kurz. Ja, Bergpass, wunderbar. Spickzettel hat geklappt. Und ja, unser Hauptmann Ross fährt jetzt erstmal hier diese Linie hier unten lang. Würde ich an seiner Stelle auch tun. Da fahre ich selber auch immer sehr, sehr oft lang. Auch wenn oft, muss man sagen, Heavy ist auch hier diese Linie hier unten lang fährt, wo jetzt die KV-2 alleine ist. Aber ich fahre eigentlich hier im Prinzip eigentlich fast immer diese Linie lang, wenn nicht gerade schon das ganze Team dahin fährt. So, jetzt hat er hier schon ein ein VK-3601H, meine ich natürlich, ins Visier genommen, aber leider verfehlt. Und somit, ja, geht's erstmal die Reise weiter. Das gute Bier fährt schon mal voraus und trifft auf die gegnerische auf den gegnerischen IS-2. Und ja, da gab es auch schon mal die erste große Packung. Jetzt muss er hier schnell hineilen. Unser guter Hauptmann. Und da steht auch schon ein Tiger, der ihm auch einmal hier gleich mal den Richtschützen killt. Aber der wird mal schnell medizinisch versorgt und dann ist alles wieder gut. Jetzt haben wir hier ein gegnerische... nee. Der Su kommt dann noch, trifft er nicht. Ja, momentan teilt sich's relativ gleichmäßig aus. Der andere, der Riftler im Team, der fährt über die Brücke oder ist schon von der Brücke durchgefahren. Aber hier ist es momentan recht spannend. Ja, der Su-85 kann er erstmal wegholen. Hat ja auch nicht so viele Hitpoints. Wobei hier das gute Bier mächtig unter Druck gerät. Muss er aufpassen. Ja, eine Tiger 1 kann halt eklig werden, weil er halt oft schießen kann, aber zeigt halt hier unnötig die Wanne und kriegt jetzt erstmal von unserem Hauptmann eine mit. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, und der gegnerische IS-2 hat immer noch volles Leben. Da muss man mal was tun. Vor allem jetzt, weil unser gutes Bier ja, nicht mehr viel Hitpoints hat, aber dafür geht jetzt der Tiger 1 zumindest mal down. So, und jetzt kriegt auch der gegnerische IS-2 zum ersten Mal eins auf die Mütze. Jetzt sind sie auch überlegen eigentlich. Also mal müssten sie jetzt trotzdem was reißen können, auch wenn sie weniger Hitpoints haben. Kommt jetzt halt darauf an, wie lange unser gutes Bier hier noch lebt. Der Riftler wiederum, der ist gut vorangekommen hier. Der ist schon mitten bei den Gegnern. Und dann steht es auch 6 zu 2. Also ja, das Team sieht ganz gut aus. Jetzt hat der genische IS-2 das gute Bier, also die IS, der IS, sorry, zerstört. Jetzt ist es hier so ein reines Heads-up. Momentan, ja, oder mittlerweile führt jetzt hier unser Hauptmann Voss, wenn man die Hitpoints zählt. Er hat hier noch mit 604 übrig gebliebenen und der gegnerische IS-2 hat noch 483. Ja, läuft momentan ganz, ganz gut. 9 zu 5 steht's. Und, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ja, kommt da leider nicht vorbei. Also irgendwie will das noch nicht so ganz klappen.
So, der Riftclaw ist jetzt gestorben durch einen Jagdpanda. Der Jagdpanda ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ist ja auch ein Tier 7 TD. Der macht natürlich auch ordentlich Schaden, also ordentlich DPM vor allem. Der Einzelschuss ist ja nicht so krass, aber schießt halt relativ oft. Der VK kommt hier oben durch. Jetzt bin ich mal gespannt. Und der KV-2 rechts drüben wird auch nicht so gut aussehen. Da müssen jetzt die hier in der Mitte mal ein bisschen was machen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt hat er den IS-2 nochmal getroffen. Der hat aber leider noch 13 Hitpoints. Das ist richtig ärgerlich. Aber vielleicht kann hier die Hellcat, die bei ihm steht, auch noch ein bisschen was reißen. Das werden wir gleich sehen. Bin ich ja mal auf jeden Fall gespannt. Ja, kann er sie jetzt wegnehmen? Ah, leider nicht. Leider nicht. Er versucht ständig hier durch den Turm zu kommen. Das ist auch ein gutes Mittel gegen eine IS. Allerdings, ja, klappt halt nicht immer. So, jetzt wechselt er hier auf HE-Munition, wenn ich das richtig sehe. Weil er sowieso nur noch 13 Hitpoints hat und er reicht ja auch einfach ein Streifschuss. Ein bisschen Schaden macht man ja immer. Ja, und ihr seht schon, das gegnerische Team hat jetzt recht mächtig ausgeglichen. Es steht 10 zu 10. Also nichts da mit der Führung. So schnell kann man sie dann wieder doch verlieren. Ja, und der gegnerische IS-2 ist jetzt irgendwie weggefahren. Und ihr merkt schon, so ein Kampf zwischen IS kann eine Weile gehen, wenn keiner zurückstecken möchte. Wie gesagt, er hat noch 604 Hitpoints, also einen Schuss würde er überleben von der IS-2. Aber es wäre trotzdem ärgerlich. So, ja, kein Durchschlag, das ist schon mal gut. Und jetzt mit der HE-Munition kann er ihn wegnehmen. Lädt jetzt auch wieder die normale Munition durch. Und jetzt ist es interessant auf jeden Fall. Jetzt steht es sogar 11 zu 12, also die Gegner haben das Spiel gedreht. Und die haben eigentlich nominell auch die besseren Panzer, wie ich finde. Also noch ein Jagdpanda, ein VK-3601, noch eine Hellcat und KV-1. Wobei hier auf der Seite eine Hellcat, die noch Stock ist, so wie es aussieht. Zumindest hat sie noch nicht den Turm und noch nicht das beste Geschütz. Ja, und jetzt rammen sie sich erstmal gegenseitig. Das war auch nicht so schlau. Ja, und eben halt hier auf der Seite eine Su-85, die ist bestimmt nicht die schlechteste, die jetzt aber allein hier gegen den KV-1 kämpft. Da bin ich mal gespannt, wie das Duell ausgeht. Und ja, ich bin halt jetzt auf jeden Fall mal gespannt. Also das könnte jetzt richtig eng hier noch werden. Oder das ist auch jetzt schon richtig eng. Vor allem, weil halt unser Hauptmann, wo es auch nicht mehr viele Hitpoints hat. Also gerade der Jagdpanda könnte richtig eklig werden. Vor allem gerade, weil der IS-2 nicht unbedingt das genaueste Geschütz hat. Also wenn es auf eine etwas weitere Distanz geht zwischen den beiden, dann wird es richtig eklig. Jetzt kommt auch noch die Hellcat von hinten und die wird die Su jetzt richtig einheizen. Und ja, das könnte eklig werden. KV-1 hier noch mit 97, das ist nicht das Problem. Gucken wir auch mal kurz, was die noch übrig haben. Ja, Jagdpanda ist ein One-Shot für die IS, der IS. Ja, der VK hat noch relativ viel mit 540. Also ich bin mal gespannt. Jetzt versuchen die Gegner auch zu cappen. Aufpassen muss er jetzt auch von dem Jagdpanda, der ja auch hier an der Brücke ist. Das weiß er auch, da guckt er auch schon hin. Allerdings zeigt sich jetzt noch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Das kann jetzt richtig eklig werden. Was die Hellcat jetzt allerdings da hinten macht, weiß ich nicht. Die wartet jetzt da hinten einfach nur ab. Und das ist nicht unbedingt jetzt gerade sehr förderlich. Jetzt bin ich echt gespannt. Das ist jetzt richtig spannend. Also so momentan sieht es so aus wie unser Hauptmann, wo es jetzt gegen 4 Gegner alleine kämpft, weil die Hellcat sich noch nicht mit einschalten möchte, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, was sie davor hat. Die sind schon am Cappen, 20 Sekunden noch, bis zur Niederlage. Jetzt bin ich mal gespannt. Irgendwo müssen sie ja stehen, da ist die KV-1. Der KV-1, sorry. Ja, das mit den Artikeln habe ich nicht so, mir sei verziehen. Ja, und da kann er hier mit vorn zurückfahren, einen geilen Move hinlegen und KV-1 erstmal ausschalten. Und ja, die Höllenkatze, das ist jetzt nicht der Höllenkatze, steht da auch noch drin. Und der Jagdpanda, das ist jetzt natürlich auch so eine Sache, da muss er jetzt aufpassen, aber vielleicht prallt die ab. Ja, und sie prallt tatsächlich ab, wunderbar. Und er kann sie wegnehmen. Ja, jetzt hat die Hellcat ein bisschen ein Problem. Ich bin jetzt nur gespannt, wo der VK ist. Das ist jetzt mal echt sehr interessant, wo die sich zeigt. Oh, hier kommt die durch, schießt sie auch mit Gold. Allerdings, ja, jetzt ist die Hellcat weg. 2800 Schaden hat er jetzt schon mittlerweile gemacht. Unser Hauptmann Boss 5 Kills. Und wenn er jetzt den VK noch ausschalten könnte, was er auch gut kann, ja, muss ihn aber leider zweimal treffen, dann könnte er sogar noch den Krieger holen. Könnte die Runde richtig gut abschließen, obwohl die ja echt gekippt ist nochmal gegen Ende. Allerdings, die Hellcat, so wie es aussieht, ist AFK oder keine Ahnung. Also, ja, sowas würde mich total aufregen, sowas, wenn du jetzt am Schluss kämpfst und keine Ahnung, ja, unser Hauptmann Boss bombardiert auch schon die Map, was denn da los ist mit der Hellcat. Das würde ich auch mal gerne interessieren. Der VK vermutlich ist auch hier noch im Tal oder so, könnte ich mir vorstellen. Ich bin mal gespannt. Zumindest ist er hier mal zuletzt gespottet worden, seht ihr ja auf der Map. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das Ganze hier noch ausgeht.
VK auf jeden Fall. Ja, jetzt macht unser Hauptmann Ross hier noch eine geile Rutscheinlage. sieht auch sehr ansehnlich aus. Ja. Die neue Art des Heckenschützens, würde ich mal sagen, hier. Und jetzt sieht man den VK auf jeden Fall noch nicht. Muss man nur aufpassen, dass er da nicht so richtig runterrutscht. Dann kriegt er nämlich einen mächtigen Fallschaden ab. Gerade bei diesen schweren Panzern ist es mal leicht passiert. Boah, ja, da hat er Glück. Also, wenn er da ein bisschen mehr auf die Kante kommt, dann, ja, gibt's Schaden. So, ja, 5 Minuten geht das Match noch. Wo der VK ist, weiß kein Mensch. 540 Hitpoints hat er anscheinend noch übrig. Somit, wie gesagt, muss unser Hauptmann mindestens zweimal treffen. Er hat jetzt mittlerweile auch schon die Goldmunition nachgeladen, weil er keine normale Munition mehr hat hier unten. Also nicht deswegen jetzt meinen, er ist ein Goldnoob oder sowas. Der hat einfach nicht mehr gehabt. Die, oder der ES2 hat leider nicht so viele. Und jetzt bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, der VK kann ihn auch nicht mit dem One-Shot killen. Da muss auch zweimal schießen. Leidet allerdings deutlich schneller nach. Und deswegen, ja, ist auf jeden Fall spannend jetzt. Ich bin gespannt. Die Hellcat hilft weiterhin immer noch und spottet hier hinten auf, was total wichtig ist. Ja, und die eigene Basis wird eingenommen. Dann ist der wohl durch die Mitte gefahren. Dann kann jetzt hier unser guter Hauptmann Voss gerade wieder den Rückzug angehen. Und die Hellcat bleibt weiterhin starr stehen. Ich gehe davon aus, dass die aus dem Spiel geflogen ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder sie hat so viel Schiss, dass die Scheiße in der Hose sitzt und sie einfach, ja, einfach nicht mehr vom Fleck kommt. Schon so harte Kruste und so. Ach, ich möchte es nicht näher ausführen, sorry. Bleiben wir beim Match. Und zwar unser Hauptmann Ross muss jetzt schnellstens zurück. Eine Minute hat er noch Zeit, muss aber über diese Kuppe fahren. Was natürlich scheiße ist, weil der ES2 hat nicht so eine gute Gun Depression. Also das heißt, er überprüft jetzt, glaube ich, auch gerade, wie viel Gun Depression er hat. wie aufs Stichwort. Ja, also Gun Depression heißt, wie sehr man das Rohr nach unten drücken kann. Und das kann halt der ES2 nicht so gut. Hat man ja auch gerade gesehen. Also wie aufs Stichwort. Unser Hauptmann Voss weiß schon, was ich sagen möchte. Und ja, ich bin mal gespannt. Vorteil ist, dass hier so ein Fels ist. Da kann er ein bisschen vielleicht ranfahren oder so. Da ist auch der VK, der sich nicht... Ja, okay, jetzt hat er mit HE geschossen. Ah, der hat mit HE geschossen. Okay, nicht mit Premium. Komisch, macht nämlich kaum Schaden. Hat aber jetzt auch einen Treffer kassiert vom VK, kriegt er schon zwei. In der VK schießt ja auch mit Goldmunition. Muss er ein bisschen aufpassen. Abraller. Ganz spannend. Ah, kommt nicht durch. Aber hat immerhin mal das alles zurückgesetzt wieder. Bin ich gespannt. Jetzt versucht er anzuwinkeln. Zum Glück, muss ich sagen, steht hier dieser Felsen. So, jetzt hat er dann bald keine Munition mehr, wenn es so weitergeht. 5 Schuss hat er noch insgesamt. Hellcat weiterhin ganz starr eingeschissen. Bin gespannt. Ja, muss auch dazu sagen, dass der IS-2 bzw. auch der DIS-1 nicht die beste Panzerung hat. Allerdings, ja, mit dem richtigen Anwinkeln und so weiter kann schon mal was abprallen. Gefährlich ist es trotzdem. Wenn der jetzt nochmal durchkommt, dann wird es richtig eklig. Der VK hat jetzt auch nicht das beste Geschütz drauf. Das heißt, er macht auch keine 200 irgendwas Schaden. Er macht gerade 100 irgendwas Schaden. Das heißt, er wird nochmal einen Schuss auf jeden Fall überleben. Jawohl, und der saß jetzt richtig. 405 Schaden gemacht. Kriegt jetzt allerdings mit 144 nochmal einen Schaden. Jetzt ist es wirklich, ja, der letzte Schuss entscheidet. Jetzt wird es hier richtig nochmal spannend. Vor allem hier diesen ekligen Typen seiner Goldmunition. Das ist sehr, sehr gefährlich. Ich bin jetzt echt gespannt. Vor allem jetzt der VK hat es auch gemerkt und verkämmt sich jetzt hinter den Fracks. Also deutlich schlechter für unseren Hauptmann Voss hier. Also das wird jetzt richtig eklig. Jetzt bin ich echt gespannt. Oje, oje. Jawohl, da kann er ihn wegnehmen. Wunderbar. Hol den Krieger, hol den Sieg. Dank der Hellcat, die da unten abgekämmt hat und die Flanke gedeckt hat. Ja, egal. Also da muss man nicht drüber weiter diskutieren. Ich gehe mal stark davon aus, dass die einfach aus dem Spiel geflogen ist oder sie wirklich so viel Schiss hatte. Nichtsdestotrotz, gucken wir uns das mal an. Er hat hier den IS-2 gemeistert. Das heißt schon mal auf jeden Fall, wie toll die Runde war. Hat hier die Dale Langlade-Medaille gekriegt. Das ist, wenn man 4 Panzer aus dem Einnahmenpunkt rausschießt. Das hat er ja auch gemacht. Dann hat er den Großkaliber gekriegt, weil er den meisten Schaden gemacht hat und diesen mindesten Schaden, den man da irgendwie machen muss. Wie auch immer, den Krieger hat er geholt, ganz am Schluss mit 6 Kills. Und dann hat er den Verteidiger geholt
Und dann hat er noch die Stahlwand geholt. Ja, die hat er sich auch verdient, nachdem der VK hier meinte, er muss mit Gold noch auf ihn draufprügeln. Kam er zum Glück nicht durch. Ja, und würde ich sagen, ja, schauen wir das einfach gleich im Teamscore an, wie da so die Verteilung ist. Und da sehen wir auch, dass er deutlich mit 1399 einfacher Erfahrung vorne, sieht man auch schön hier, 5 Auszeichnungen hat er gekriegt nochmal, 6 Kills, 3340 Schaden gemacht. Das ist sowieso immer richtig stark, wenn man im Tier 7er 3000 Schaden macht, egal ob das ein TD, ob das ein Medium, ob das ein Heavy, ob das ein Light Tank oder was auch immer ist. 3000 Schaden ist einfach immer mega top. Und ja, mehr kann man dazu auch nicht sagen bei den Gegnern, weil die gegnerische Hellcat war ziemlich stark unterwegs mit 1987 Schaden. Ja, und bei ihm im Team, die eigene Hellcat hat auch noch überlebt und steht trotzdem verdient ganz, ganz unten, weil sie einfach AFK rumgedümpelt ist. Ja, dann würde man sagen, schauen wir uns das Ganze auch detailliert an natürlich. Er hat selber, hat er 23 Schüsse abgegeben, unser Hauptmann Voss hat 20 Mal getroffen, 16 Mal kam er durch. Somit kommt er auf einen Schaden von 3340. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein richtiger Topwert. Hat selber 12 Treffer erhalten, davon sind 5 durchgegangen, 7 sind Gott sei Dank nicht penetriert, hat seine Panzerung hat einen potenziellen Schaden von 1505 absorbiert. Selber hat er 7 Gegner beschädigt, 6 zerstört. Hat 295 Punkte, ja, Defense Points, also hat er, ja, verteidigt, wie auch immer. Ist 3,65 Kilometer gefahren, ist richtig viel für so einen Panzer. Hat hier 130.718 Credits eingespielt, wobei er dann am Schluss endlich noch einen Gewinn einfährt von 74.810. Das ist natürlich richtig, richtig viel und richtig ordentlich. Schauen wir uns das Ganze auch hier in der Erfahrung natürlich an. Da hat er 2098 Erfahrung eingespielt, das Ganze zweifach, weil es der erste Sieg des Tages war. Das ist natürlich umso erfreulicher und macht damit 4196 Erfahrung in dieser Runde. Ja, und damit war es das auch dann schon heute wieder. Es war etwas längeres Replay heute, weil es ein bisschen länger ging, weil es ein bisschen nach hinten rausging. War aber auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Runde. Vielen Dank an Hauptmann Voss für diese coole Runde. Und ja, danke auch an euch Zuschauer fürs Zusehen und auch danke an alle, die schon ein Replay eingeschickt haben und da auch dann nochmal an alle, die ein Replay einschicken möchten. In der Beschreibung ist es verlinkt, wie das Ganze funktioniert, wohin ihr die Replays schicken müsst, wo ihr es hochladen müsst und so weiter und so fort. Wir freuen uns auf jeden Fall immer auf weitere Replays. Und hier auch die Anmerkungen, es muss nicht unbedingt jetzt so wie hier so eine mega übertriebene, kranke Runde sein. Das muss einfach was Besonderes sein, was wo ihr sagt, ja, das ist eine coole Runde oder hier ist was Cooles passiert. Das kann auch sein, dass zum Beispiel zu sagen, hey, mein Team war so gut, wir sind da einfach so krass durch, haben 15-0 gewonnen oder vielleicht habt ihr auch so ein Ding, dass ihr der letzte Überlebende seid und noch 5 Gegner dann am Schluss rausholt und dann noch gewinnt oder von mir aus, oder dann verliert, egal, trotzdem halt irgendwie euch noch geil verkauft habt. Irgendwie sowas kann es auch sein. Ist, wie gesagt, was halt sehenswert ist. Genauso möchte ich auch noch anmerken, das ist so ein bisschen untergegangen, wurde jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, unter anderem auch von unserem Hauptmann Voss. Und zwar, ihr dürft auch Fails reinbringen, wenn ihr sagt, boah, das ist ja voll gefailt, ob das jetzt ihr selber wart, ob das andere Panzer wart. Also Hauptsache ist es auf dem Replay mit drauf, wo einer, keine Ahnung, irgendwie vom Berg runterfällt und kaputt geht oder an einem Panzer drauf landet oder irgendwas. Also Fails könnt ihr auch machen, da würden wir gerne mal so ein Fail-Video-Zusammenschnitt oder sowas machen, statt mal so eine Replay-Runde. Also da das auf jeden Fall auch einschicken, wenn ihr wisst, ich habe hier irgendwie so ein Fail, schickt es ruhig ein, da auch nochmal, ja, das, die Bitte an euch, sowas könnt ihr auch gerne einschicken. Ansonsten war es das jetzt für heute. Dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder beim nächsten Replay. Und da hat auch nochmal der Hauptmann Voss nochmal ein Replay eingeschickt. Und dann kann ich euch versprechen, die Runde ist zumindest so, wie es auf der Statistik steht, weil gesehen habe ich es noch nicht. Sieht auch richtig nice aus und da freue ich mich auch schon drauf. Und dann sehen wir uns einfach in ein paar Tagen oder beziehungsweise hören uns in ein paar Tagen wieder beim nächsten Replay. Bis dann, euer Ray. Ciao, ciao.